Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Brabus-Projekt. Wir gehen heute ins Detail. Das heißt, wir fangen mit diesem kleinen schönen Heckteil an. Ich dachte mir, ich fange mit dem Teil an, der jetzt, das heißt am einfachsten scheint, aber ich sage mal, am einfachsten zu ersetzen ist. Das heißt, ich kann es euch schon mal kurz zeigen. Das ganze Auto ist quasi im Groben zerlegt. Ich habe nur das Chassis hier mit den ganzen Anbauteilen. Dann müssen wir später entscheiden, ob wir die rausnehmen oder ob wir die weiter drunter unter der Schürze lassen. Und hier müssen wir jetzt quasi wie folgt vorgehen. Das wird auch, glaube ich, ein Zweiteiler-Video werden. Für mich nicht das Einfachste. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Heckteile weg haben. Das ist wichtig. Und dann gehen wir ins Detail. So, dann erkläre ich euch theoretisch, wie es weitergeht. Theoretisch. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier, für alle, die es noch nicht gemacht haben, da sind zwei Scharniere dran. Die halten die Heckschürze. So, die können wir jetzt komplett rausnehmen. Schmeiß die Schürze nicht weg, weil es kann sein, dass man sie nochmal braucht. Ich bin mir da nicht so safe. Oder ich schmeiß sie jetzt nicht weg. Ob ihr es macht, ist eure Sache. Aber vielleicht braucht man sie nochmal. Weil so ein Projekt ist natürlich auch so ein bisschen materialfressend. Ist halt kein. Ich versuche es halt hier low budget wie möglich zu halten. Ist aber nicht immer ganz einfach. So, das heißt, wir müssen dann hier diese kleinen vier Teile auch runterschneiden. Aber die brauchen wir hinterher auch wieder. Also hinterher kommen die wieder aufs Chassis drauf, weil der Heckaufbau, mal kurz die Schraube rausnehmen, so, hat hier diese Penüppel da. Und hinten an der Heckschürze auch da. Das heißt, diese Penüppel geht quasi drüber und hält das dann gerade drauf. Dann zerlegen wir das mal schnell. Sikowski. So, warum habe ich jetzt eigentlich das Auto hier stehen lassen? Könnt ihr mir auch fragen kommen. So. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Oder wie gehe ich weiter vor? Wie ihr das macht, das ist jetzt euch überlassen. Wir werden jetzt das Teil, wenn jetzt die Seiten hier absägen. Und nicht erst ab hier, sondern schon ab da. Weil wie ihr seht, hier ist noch sowas wie eine Ladekante. Das heißt, wir müssen dieses L, was da und hier ist, müssen wir loswerden. So, so war so ein Zwischenstand. Ihr seht hier. Ja, hier. Seht ihr nicht? Wow. Ist viel Schmutz dort. Egal. Wir werden jetzt hier, habe ich als abgesägt. Hier die Seitenteile unten an der Naht abzusenken, dauert einen Tick länger. Da werde ich euch jetzt mal rausschneiden, weil das bringt nichts. Ja? Ist natürlich, ich arbeite mit einer Handsäge. Ist natürlich klüger, wenn man da Elektrik-Trick für schon hat. Habe ich nicht. Kann man nicht ändern. So, zur Wand hier. Die lasse ich erstmal dran, weil theoretisch hat er ja immer noch eine Frontwand. Jetzt weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht so sicher, ob die da so reicht oder ob wir das nach vorne verlängern müssen. Weil original ist da ja nicht so ein riesen Abstand zwischen, weil hier ist ja theoretisch so ein Abstand beim Modell und auch beim echten. Aber beim Brabus geht das näher. Deswegen die Wand lassen wir jetzt erst einmal grob dran. So ganz grob. Ja? Ihr seht, ich schalte mal kurz ab und wenn ich fertig bin mit Sägen, dann so, da sind wir wieder, meine Freunde. Wie ihr seht, sieht es jetzt anders aus. Wie gesagt, ich lasse die diese Wand lasse ich noch so, weil wir müssen, vielleicht muss ich das auch nur anpassen. Das müssen wir mal beobachten. Was ist jetzt Plan oder was wird Phase sein? Ich gleich mit dem Teil hier.
So. Theoretisch müssen wir jetzt, nachträglich von dieser Folge, ich sag nur noch, was ich vorhab, müssen wir hier Wände reinmachen. So, und weiß ich nicht, so. Wie es hier aussieht, so. Oder so, mal gucken. Der Vorteil ist jetzt hier, da ich diese Rillen habe, können wir jetzt ganz bequem auch hier dann wirklich dann diese Rillen auch nehmen. Diese Rillen werden natürlich wegkommen, sobald hier der Aufbau fertig ist. Dann wird hier die Rille wegkommen, komplett. Also entweder mache ich da dann drüber oder wir machen das mit Schleifpaste, mit Paste zu. Weiß ich noch nicht so genau. Und dann müssen wir natürlich noch die Wölbung hinkriegen. Jetzt guck ich, bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, wo kriege ich, also was Material ich dann nehme, um diese Wölbung hinzukriegen. Weil das wird noch so eine Nummer für sich. Weil man will natürlich, dass diese Wölbung muss sich natürlich irgendwo auch hier an diese, ich habe jetzt mal, also so gehe ich von den Bildern auf, die Wölbung ist nicht breiter als die Hütte. Das heißt, wir müssen das alles hier anpassen und die, oder der unterste Punkt der Wölbung darf nicht breiter sein als die Hütte. Da kommt dann der große Spaß ins Spiel. Da bin ich mir noch nicht so safe, wie ich das hinkriegen soll. Nichtsdestotrotz gebe ich ja nicht auf. Ist egal. So, was meint ihr? Was für Material sollen wir da nehmen? Ich habe da schon eine grobe Idee. Ich gehe jetzt die Tage zum Baumarkt. Und dann müssten wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Idee muss man noch haben, Leute. Was noch dazu kommt, ist, wir müssen natürlich gucken, wenn ich das jetzt die Bilder richtig im Hinterkopf habe von dem Auto. Ich kann mal kurz gucken, Moment. Wir haben ja noch einen Punkt. Erstens muss diese Schürze, die wird ja angepasst hier. Beziehungsweise vielleicht müssen wir da auf was Neues bauen, aber wir brauchen auf jeden Fall diese doofen Scheinwerfer. Und mit dem Teil hier, sie kann, so, müssen wir quasi schon eine Blende hinkriegen. Das muss ein Teil sein. Ich blende euch das Foto auch ein, damit ihr das seht. Ein Teil ist das hier, das ist bündig hier. Dieser Scheinwerfer ist bündig mit dem Punkt hier. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Und was wir natürlich auch noch hinkriegen müssen, ist, der kriegt hier einen, sagt schon, Bügel. Einmal so und so. So streben müssen wir es noch hinkriegen. Ja, das wird ein Späßchen werden, Leute. Aber da habe ich sogar schon eine Idee. Also macht euch da mal keine Sorgen. Ja. Wir werden jetzt aber für den Heckaufbau noch eine Kleinigkeit machen. Und dann ist Ende in dem Video. Und zwar werden wir jetzt schon mal die kleinen, das Bauteil hier schon mal wegmachen. Die kleine, das Zugmaul. Das muss ja auch weg, weil das würde nur stören. Alles andere müssen wir gucken. Also mein Gedankengang ist eigentlich folgt. Weg mit dir. Nochmal zu verbildlichen. Ich möchte die Schürze behalten. Ich überlege, dass ich die dann wieder hier drunter mache. Weil die gehört hier so. Und ist die in etwa, seht ihr das? Ja, bündig. So. In etwa bündig. Und dann überlege ich mir hier nur eine Blende drüber zu machen. Metallblende wahrscheinlich, um dann quasi hier, wo dann nur die Scheinwerfer rausgucken werden. Mehr nicht. Oder Plastikblende ist einfacher. Muss ja auch leicht sein, das Fahrzeug kann nicht so viel Gewicht. Ja. Gut, das war's fürs Heck für heute. Ich werde mich jetzt mal Material kümmern, damit der Heck, damit wir da weiterkommen. Ob ich jetzt in der nächsten Folge schon im Heckaufbau weitermache, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann, werde ich noch entscheiden. Das entscheidet quasi die Baureihenfolge danach, wie oder was am Material ich gerade bekommen kann. Weil ich muss mich auch ein bisschen umschauen, beziehungsweise über meine Verbindungen und hast du nicht gesehen, muss ich mal gucken, was ich kriegen kann. Aber das werden wir schon hinkriegen. Gut. Leute, das war's dann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch die Details. Und wenn wir da jetzt in der nächsten Folge oder der nächsten, sagen wir mal, ich sage jetzt nächste Folge, aber im Prinzip nächstes Mal, wenn wir am Heck weiterbauen, dann sollten wir eigentlich gut vorwärts kommen. Dann sehen wir auch Ergebnisse.
Obwohl man ehrlich sagen muss, so ganz beiläufig, mit dem Heck könnte man auch schon gerne aufbauen. Aber will ich ja nicht, sonst ist es ja kein Brabus mehr. Das ist bestimmt auch lustig, wenn man hier, weiß ich nicht, einen anderen Aufbau drauf macht. Zum Beispiel, wenn man so ein Fahrzeug als Landwirtschaftsfahrzeug sieht und hier schön Landwirtschaftsaufbau drauf macht. Und auch. Gut, Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken und ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. I'll be back.